euch! Richtig. Die Polizisten, die Hausdurchsuchung gemacht haben, den bin ich nicht böse. Aber die haben zu mir gesagt, als ich sie nochmal darauf hingewiesen habe, mein Haus, in dem Haus meiner Mutter, dass sie die Schuhe auszuziehen haben. Und sie das nicht gemacht haben. Und noch andere Sachen. Hat man dann gesagt, Herr Karl, wenn Sie die Schnauze, wenn Sie nicht ruhig sind, nehmen wir Sie in Gewahrsam. Stellt euch mal das vor, im eigenen Haus. Kommen Privatpersonen mit der Uniform, mit einem nicht unterschriebenen Hausdurchsuchungsbefehl und wollen mich selber verhaften. Schämen sich die Leute nicht. Nein. Denkt mal drüber nach. Die schämen sich nicht. Jeder Araber, jeder Schwarze Afrikaner, jeder Stamm, egal wer, hat mehr Würde, mehr Ehre als diese Vasallen, die für die nicht legitimierten Verbrecher hier Bürger ausplündern, liebe Freunde. Versteht ihr? Ja, wir verstehen das. Und jetzt die Scheuer, was mit deiner Kraft. Und ihr solltet ihr euch alle durch den Kopf gehen lassen. Die jüngsten Gesetze verstoßen. Die haften bis in die dritte Generation. Privathaftung. Es gibt keine Staatshaftung. Das heißt, wenn es keinen Staat gibt, keiner dieser Leute haftet. Weder Frau Merkel, Herr Gysi, keiner. Richtig. Jeder Polizist, jeder Bundeswehrsoldat haftet privat. Richtig. Unendlich. Für alle Schäden, die angerichtet wurden. Feierabend kann ich mehr reden.